Genossinnen und Genossen, erstmal, ich war vor 10 Jahren das letzte Mal Landesparteitagsdelegierter. Und wenn ich so in die Runde gucke, erkenne ich kaum ein Gesicht wieder, was damals schon Delegierter war. Also wenn wir über die Veränderung der Partei reden, will ich trotzdem auch mal sagen, wir haben uns in den letzten 10 Jahren auch sehr zum Positiven verändert. Und zwar nicht bloß in Jungen, sondern überall. Und ich finde einfach, dass es auch mal ganz wichtig ist, bei den ganzen Debatten, ob wir uns und wie wir uns verändern sollen, auch wahrzunehmen, dass wir uns schon in den letzten 10 Jahren sehr verändern. Bitte ein bisschen Ruhe. Ich möchte aber zu einem anderen Thema reden, und zwar zur Krise, die in unser Land mittlerweile wieder herrscht. Und zwar meine ich nicht die Krise, die die anderen immer alle als Krise bezeichnen. Natürlich haben wir als Kommune in der Asylsuchenden-Debatte unsere Herausforderungen. Ich meine die Krise des rechten Terrors, und ich möchte sie auch als nichts anderes mehr bezeichnen. Wir haben deutschlandweit eine Krise des rechten Terrors. Und lieber Andreas, da möchte ich dir sagen, bevor wir mal über mögliche, etwaige, erste Anschläge von vielleicht Asylsuchenden in Deutschland reden, reden wir über die Hunderte, gar Tausenden Straftaten, die die Rechten in diesem Land in dem letzten Jahr, aber auch in den letzten 25 Jahren hier gemacht haben. Und eigentlich wollte ich heute auch ein paar Zahlen raussuchen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will euch damit auch nicht langweilen. Und ich finde beispielsweise unsere Andrea Jolige, die da eine ganz hervorragende Arbeit leistet, hat da unglaublich viel Material schon zusammengesammelt. Ihr könnt draußen was finden. Das möchte ich euch heute auch ersparen. Ich möchte aber, wenn wir über Andrea reden, möchte ich auch darüber reden, was in Nauen passiert ist. Und ich möchte an der Stelle mal von diesem Parteitag auch unsere Solidarität, Sie sind ja im Saal, an Susanne Schwanke und Thomas Lück ausrichten, die wir hier in den letzten Tagen und Wochen sicherlich auch haben begleitet müssen und für die wir auch in Zukunft da sein werden. Das kann nicht die Antwort sein der Demokraten, dass wir hier die Leute im Regen stehen lassen. Ich habe mir dann mal, nachdem es gestern jetzt also erste Tatverdächtige gibt, mal die Alter dieser Leute angeguckt, und ich habe mir dann wieder vor Augen gehalten, was ich in letzter Zeit ganz häufig lese. Und da wird dann immer wieder von der DDR-Biografie geredet. Ich habe dann mal 26 Jahre zurückgerechnet. Der eine ist 22, der andere 29. Da ist nicht mehr viel DDR übrig. Was wir hier erleben, und nur weil es in Sachsen noch mal 10-mal schlimmer ist, heißt das nicht, dass wir in Brandenburg gar keine Hausaufgaben haben. Was wir hier erleben, ist, dass wir einen strukturellen Faschismus, einen strukturellen Rechtsextremismus im Osten Deutschlands haben, der heraufbeschworen wurde, der lange Zeit nicht angegangen worden sind. Wie gesagt, wir haben hier keine sächsischen Verhältnisse, aber auch in Brandenburg haben wir hier schwer damit zu kämpfen. Und wir müssen stärker, und das sozusagen möchte ich heute ein bisschen mitgeben, wir müssen uns stärker damit beschäftigen, wie wir unsere Strukturen, unsere ganzen Strukturen, die innerpolitisch damit beauftragt sind, hinterfragen können. Wenn ich höre, dass in dem kleinen Fall, in dem Fall des kleinen Jungen, der vom Lageso entführt worden ist nach Brandenburg, erstmal wieder nur bei der Familie des Flüchtlings, des Asylsuchenden gesucht wurde, ob da nicht die Tatverdächtige oder der Tatverdächtige zu finden ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir in unseren Strukturen nach wie vor die Fehler machen, die wir beim NSU über Jahrzehnte gemacht haben. Und deswegen möchte ich auch an das erinnern, was wir in unserem Wahlprogramm stehen haben. Dort steht, dass wir das Landesamt für Verfassungsschutz abschaffen wollen. Und ich möchte da auch keinen Schritt hinter zurückgehen. Denn lieber Christian, ich kann das schon verstehen, dass du sagst, die AfD wäre vielleicht jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber auf der anderen Seite, wenn der jetzt wieder V-Männer anlacht und sich diese V-Männer dann wieder die Strukturen damit bauen, mit den Geldern, die sie vom Verfassungsschutz bekommen, dann haben wir da ein Problem. Und ich sehe nach wie vor nicht, dass der Verfassungsschutz in diesem Land, der nach wie vor für die Schulen Plakate rausgibt, auf denen man sieht, hier gibt es eine faschistische Kameradschaft und da gibt es eine DKP-Gruppe und das gleichsetzt, dass wir von diesem Verfassungsschutz irgendwas zu erwarten haben. Und ich bin auch ganz fest der Meinung, dass wir eben, wie schon bei dem Fall, ich glaube, der kleine Junge hieß Mohammed, ein Umdenken bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft brauchen. Es muss aufhören, dass linkes antifaschistisches Engagement etwa in Neuruppin kriminalisiert wird, dass man ständig Repressalien ausgesetzt wird oder, und das ist jetzt natürlich auch erstmal nur Fall Berlin, aber davor sind wir auch nicht gefeit, dass man hier wie in der Rigaer Straße regelrechten Terror betreibt, was die Anwohnerinnen und Anwohner anbetrifft, wo teilweise eine Mutter über Stunden nicht zu ihrem Kind kam, weil Konfetti von einem Balkon ausgeschüttet wurde und man sagte, das ist hier ein Angriff auf die Polizei. Da brauchen wir ein Umdenken. Wir haben es mit Terror in diesem Land zu tun. Es ist rechter Terror. Und zum Schluss möchte ich noch zur Asylsuchenden-Debatte sagen und euch bitten, ihr kennt viele positive Geschichten. Ihr hört sie jeden Tag und sie erzählt keiner.
Also lasst uns anfangen, sie zu erzählen. Lasst uns nicht warten, dass irgendwie die Motz mal draufkommt oder der RBB sagt, heute passt das mal, ist gerade Sonntagabend und wir haben ja eh nichts zu melden. Sondern schreibt diese Geschichten auf. Wir haben ein Intranet, wir haben die Möglichkeiten, uns die gegenseitig zu erzählen. Sicherlich findet sich auch ein Blog, wo wir das sammeln können. Ich fände das wirklich schön, denn man muss sich das immer mal vorhalten. Wenn da ein paar Tausend in Dresden auf der Straße geht, wo 500.000 Menschen wohnen, dann wird das deutschlandweit gesendet. Das ist im Nullkomma-Bereich allein der Dresdner Bevölkerung. Wir wissen, dass da ein Haufen Leute auch noch anreisen. Das ist ein Missverhältnis. Sondern ich will mehr, dass wir Geschichten erzählen wie aus Wandlitz von Matthias Oberhof, der ein wunderschönes Mutmachbuch geschrieben hat. Diese Geschichten möchte ich, dass die wir weitertragen. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Applaus